Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Brab Nation Kanal. Ja, lange Zeit ist nichts gekommen, aber jetzt wird's wieder mal Zeit. Und ich fange mal mit dem ersten Video damit an, wie ich meine Uhrzeit an meiner Husqvarna umstelle. Das haben nämlich schon öfters mal welche immer wieder geschrieben, aber ich war einfach irgendwie nicht motiviert oder ich habe es einfach vergessen, das zu zeigen. Und ich bin so jemand, der schaut sowas nicht im Handbuch nach, sondern ich check das lieber auf YouTube ab, weil mit Erklärung ist es einfach viel gechillter. Und da ich einfach nichts auf YouTube gefunden habe über dieses Thema, musste ich halt meine Kumpels fragen und so weiter. Und dass ihr das nicht machen müsst, wenn ihr niemanden habt, der auch eine 701 hat und das auch sehr viele nicht wussten, erkläre ich euch das einfach mal und ich hoffe, ich kann euch da weiterhelfen. Also, ihr startet einfach ganz normal, ihr dreht den Zündschlüssel um und jetzt müsst ihr 3 Sekunden lang beide Knöpfe hier auf beiden Seiten gedrückt halten. 21, 22, 23, ja. Und dann wartet ihr erstmal. Dann steht until oder sowas. Das lassen wir einfach. Steht hier 24 Stunden. Ihr wartet einfach immer weiter. Jetzt haben wir hier 11.27 Uhr. Und jetzt muss ich ja ehrlich gesagt mal kurz gucken, wie spät wir haben. Genau. Was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn man nach rechts klickt, dann geht eine Minute dazu. Ich hoffe, man sieht es mit der GoPro-Auflösung. Und wenn man nach links klickt hier, dann geht sie zurück. Also ihr könnt nach vorne und nach hinten gehen. Ich stelle jetzt meine Uhr mal auf 11.41 Uhr, weil ich bin immer ein bisschen zu spät dran. Man kennt es doch immer beim Motorradfahren. Und dann drückt ihr einfach wieder gar nichts. Und dann geht es wieder automatisch nach der Option, geht es dann wieder ganz normal zurück. Und dann habt ihr jetzt die neue Uhrzeit. Ja, das war es eigentlich zu dem Video. Ich werde jetzt hier gleich nochmal ein Video drehen und zwar über mein Bike. Also falls ihr Interesse habt, schaut in den nächsten Tagen mal vorbei. Da erkläre ich mal, was ich jetzt alles verändert habe, was ich am Sturz jetzt alles verändert habe dann nochmal. Ich habe ja ein paar Sachen dann verändert und verändert, alles klar. Nee, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt, in den nächsten Tagen mal. Und dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen für die ganz so faulen Leute wie mich zum Beispiel. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Was ist denn euch?